Es wird eng bei der Ein- und Ausfahrt nach Plauen. Gestern war davon noch nichts zu spüren, aber heute standen die Baken. Der Grund? Bis voraussichtlich Ende August wird die Fahrbahn der B173 im Bereich des Neubaugebietes Plauen-Grieschwitz und Elsterpark erneuert. Auf einer Länge von rund 500 Metern werden beide Richtungsfahrbahnen saniert. Zur Absicherung der Bauarbeiten wird jeweils eine Richtungsfahrbahn der vierspurigen Straße gesperrt und der Verkehr auf der anderen Fahrbahn auf jeweils eine Spur pro Fahrtrichtung geführt. Vom 25. Juli bis 9. August ist die stadtauswärtige Fahrbahn gesperrt und vom 12. August bis 23. August die stadteinwärtige. Die direkte Zufahrt zum Elsterpark von der B173 her ist dann gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Friesenweg und die alte Reichenbacher Straße. Im Bereich des Küchenstudios werden am Fahrbahnrand neue Bordsteine zur Wasserführung gesetzt. Das macht für eine Woche eine einspurige Verkehrsführung mit Ampelregelung notwendig. Der marode Asphalt wird erneuert, Spurrinnen beseitigt und die Entwässerung der Fahrbahn verbessert. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr und der Stadt Plauen. Die Gesamtkosten betragen rund 672.000 Euro und werden überwiegend durch den Bund finanziert.